müsste ich die ganze Zeit nur das, was er macht, rückgängig machen und hoffen, dass er irgendwann den Hebel umlegt. Genau, den Hebel hier. Danke, dass du dich gerade selber getötet hast. Tja, die hören nicht auf, sich zu drehen diesmal. Hier ist auch nichts mehr wirklich. Hier sind nur die paar Krypten. So. Damit haben wir den Teil auch abgeschlossen. Ja. In der Mitte des Benhirs ist ein Schlitz eingelassen. Daneben wurde fünfmal das Symbol Luft in den Stein graviert. Haben wir genug Luftmünzen? Wir haben 8 Luftmünzen. Also werfen wir die mal ein. Ja, die 5. Münze fällt ins Innere des Menhirs. Ein Mechanismus am nahen Tor beginnt zu knarren. Ja, anstelle eines Schlüssellochs ist in der Kiste ein Schlitz eingelassen. Daneben befindet sich dreimal das gestützte Symbol der Luft. Ja, da müssen wir auch Luftmünzen einwerfen. Ja, die 3. Münze fällt ins Innere der Kiste. Der letzte Riegel öffnet sich. Die Kiste kann jetzt geöffnet werden. So, da ist das sternförmige Amulett. Also wir haben 8. Wir brauchen noch 7 Schädelmünzen. Ja, das können wir noch nicht öffnen. So, jetzt müssen wir wieder durch die Lagerhallen. Hindurch. So, du sagst... Ja, aus einem Schatten in der Tiefe dringt ein in regelmäßigen Abständen unterbrochener Luftstrom aus dem Mund. Dem Mundraum des Steinkopfs mit dem Luft erzeugt ein seltsames Rauschen. Steinzunge einsetzen. Steinzunge ist eingesetzt. Luftsturm lauschen. Rabe! Okay, Rabe. Sagst du. Was ist auf dem Men hier drauf? Symbol Dolch und Diamant. So, was sagst du? Also ich überspringe das Ganze, weil es immer dasselbe. Steinzunge einsetzen. Luftstrom lauschen. Dolch. Okay, du sagst Dolch. Hammer und Schaufel ist hier drauf. Also der erste sagt Dolch, weil ich will mich nicht mit den Unterlingen anlegen. Also nehmen wir Dolch. Ein Rumpeln ertönt. Gut, jetzt ist hier offen.
Also wir haben noch Rabe. Ja, die Zunge setzen wir ein. Sehr. Jetzt haben wir Rabe und Säbel. Wenn wir so lauschen, dann ist nichts zu hören, oder? Rabe und Säbel haben wir. So, Symbol eines Wirbelsturms eingraviert. Okay. Noch haben wir Rabe und Säbel. Steinzunge einsetzen. Jetzt haben wir Rabe, Säbel und Krone. Okay, hier können wir den Raben drücken. Ja, was sagst du? Du sagst so nichts, gell? Nein. Was sagst du so? Keule, okay. Wir haben jetzt noch Säbel, Krone und Keule. Säbel. Okay, Einzeldinger sollten wir nicht drücken, weil das hat jetzt hier was geöffnet. Ja, und hat den befreit, den Unterling. Krone. Okay. Keule. Ja, öffnet den Weg hier oben. Gut. Hier sind sogar zwei Unterlinge drin. Hallo, Ugo. Wo bin ich hier? Ihr befindet euch direkt vor dem Tor einer der Schatzkammern. Doch dieses Tor ist gut gesichert. Seht ihr die fünf Köpfe, die über uns thronen? Erst wenn ihre Augen zur selben Zeit leuchten, wird sich das Tor öffnen. Wie kann ich die Augen dieser Steinköpfe zum Leuchten bringen? Von hier aus, wo wir stehen, ist es nicht möglich. An einem anderen Ort jedoch, tief in einem Labyrinth irgendwo in diesen Hallen, gibt es einen Mechanismus, der dies bewirken kann. Liegen alle Reichtümer und Artefakte der Zerbiten hinter diesem Tor? Nein, in diesem Gewölbe gibt es noch viel mehr geheime Schatzkammern, als ihr euch vorstellen könnt. Ja, okay. Da sind sogar drei Unterlinge drin. Ah, ja. So, wir kriegen Schlüsselstein zur Halle der Untoten. Das ist schon mal gut. Durchquert die Halle der Toten. Durchquert die seltsame Halle. Ja. Und damit kann ich jetzt wieder zum Heldenmonument reisen. Und du hast uns ja nichts zu sagen, oder? Nee. So, das heißt, damit können wir jetzt den nächsten Abschnitt in Angriff nehmen. Wenn wir den gemacht haben, ja, dann geht es die Treppe noch runter, also das Schachbrett.
Und danach geht's in die. Also ja, wir machen da erstmal hier den Weg hier oben auf. Gut, aber erstmal hier die Halle der Untoten. So, wenn hier diese Schlüsselstein reinstecken, Stein passt genau in die Mulde, mit dem großen Rollen öffnet sich das Tor. Ja, sofort. Wir können mal speichern. Bereit und los. Und ja, ich habe genau wieder denselben Mir nach. Fehler gemacht, den ich das letzte Mal gemacht habe mit diesem Unterling. Sofort. Schnell für die Freiheit. Sie sind überall. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Kämpft. Um alles kaputt machen. Feindlicher Angriff. Zu euren Alles Diensten. klar. Schickt sie zum Seelenfluss. Hey, halt doch still. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Steh Zur bereit. Ehre, Aonir. Zeit zu sterben. Ja, der Hey, halt doch Knochenton still! da in der Mitte ist halt immer so nervig. Zu euren Diensten. Verstanden. Komm zu oben, komm! Die Rune ruft? Die Rune, sie sind überall! Verteidigt euch! Komm zu oben, komm! Vorsicht! Die Rune ruft? Die Rune Zu ruft. Befehl! Greift sie an! Gib mir dein Blut her! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Genau, der Troll Halt kann doch ruhig meinen still! Hero angreifen, meinen Avatar angreifen. Mir gehört nämlich das am besten wegstecken. Das kitzelt! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Au! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Au! So. Verstärkt die Deckung! Gibt schon ein bisschen Respawn hier. Zu euren Diensten. Schließt die Reihen! Sie sind überall! Da kommt der nächste Trupp. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Die Ruhe wird sofort ausgeführt. Hey, halt doch still! Feindlicher Verteidigt Angriff! Euch! Kämpft! Na, zwei haben wir dann noch. Kämpft! Na, der Felskreischer, den hat's aber schnell erwischt. Komm Die zu Rune befiehlt. Oben, komm! Zu Befehl! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Was? Okay. Kämpft! Schlagt sie zurück! Er hat dich vergiftet. Ist aber auch nicht so schlimm. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Komm zu oben! Komm!
Zeit zu sterben. Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Die Rune zu Befehl. Zur Ehre, Aonir. Schließt die Reihen!